Und Shin klopft sie wieder auf den Bauch. Na, wie viel kostet es diesmal? 5. Das ist aber auch immer so ein Ereignis, was ein bisschen streng tut. Boah, jetzt können wir trotzdem zwei leisten, weil eine Münze fehlt. Hä? Wieso? Achso, ja, er hat ja noch. Ja, ich wundere mich gerade, was schießt der denn rum? Wenn der drei Münze, wie willst du dir? Da kann man ja keine 10 ab. Also, es gibt noch zwei Runden. Setz auf jeden Fall jede Runde ein Item ein. Was? Nein, ich wollte nicht würfeln. Stopp. Mann, ich wollte Spielbrett, verdammt nochmal. Ja, aber es geht. Du musst ja einmal unten lang und dann da hoch. Aber es gibt ja noch zwei Runden. Also, setz deine Items jetzt auf jeden Fall ein. Ich wollte eigentlich. Also, ich wollte Spielball bekommen, so gucken, wo ich bin. Das ist. Ich hasse es mit den Tassenblinden, also ja. So. Jetzt kannst du natürlich gucken, was du für einen Würfel noch nimmst. Selber denke ich, sag ich mal, relativ simpel, glaube ich. Du kannst nur mit 3 und 4, dann... Also 7 hast du auf jeden Fall. Na ja, gut, hätte ich aber mit normalen... Nee, mit normalen Würfel nicht. Dann könnte ich 6 brauchen. Kann man ordentlich finden, ja, keine Ahnung. Kaufen lohnt sich, glaube ich, jetzt eh nicht mehr. Es gibt, glaube ich, noch die nächste Runde, ist die letzte, ja. Da, und du hast noch einen Pilz. Ich speichere meine Münzen auch. Könnte mir jetzt ohnehin nur so gerade 2 Sterne leisten. Ja. Okay, jetzt könnte ich mir 3 leisten. Wenn der Preis sich bis dahin nicht nochmal ändert. Ist in Ordnung. Ich wollte gerade sagen, bei mir Münzen zu klauen lohnt sich aber auch nicht wirklich mehr, wie es denn. Ja, das ist schon recht. Ist in Ordnung, kann damit leben. Sag ich mal, probier doch von Chai, ihr habt immer die meisten Münzen. Ich könnte jetzt zwar auf Bowser surfen, aber... Achso, Quatsch, er war ja dran, ja gut, dann ist ja klar, Monty geht nicht, ich hab weniger. Zumal, dass man auf den mit den meisten Münzen geht. Den Würfel hätte ich jetzt eigentlich nicht genommen an seiner Stelle. Nee, weil von jemand, der nichts hat, kann man sich auch nichts holen. Du hast Glück, dass du nach Chai drankommst, dann kann höchstens mir den mit den Giftpilz reindonnern, dir bringt das nichts. Dass er dich blockiert. Das geht dann auch für die nächste Runde. Nicht aber wenn ich, ne? Wenn nicht, wenn er das bei mir machen würde, dann wäre ich ja direkt, wie man dran ist. Wenn er es jetzt machen würde und dann bei dir, dann ja, die nächste Runde gibt es gar nicht mehr. Die nächste Runde, die kommt, ist die letzte. Also, da kannst du ja erst in die Zone einsetzen. Ich könnte jetzt mit Bowser auf Risiko spielen, aber ich glaube, es würde mir absolut rein gar nichts bringen. Ich kann es mir ehrlich gesagt schwer vorstellen, dass ich da wirklich... Ich habe schon einmal Würfelglück, aber ich glaube nicht, dass ich nochmal Würfelglück nee, habe. Nee, denke ich auch nicht. 5 bin ich eigentlich mit zufrieden. 7, ich komme! Kriegen wir nix, ich habe... Nee, ich bin hier als letztes dran, also das würde absolut nichts bringen, wenn ich auch jemanden pranke. Ich habe einen Pilz und den kann ich noch benutzen. Bringt alles so nix. Den letzten Zug entscheiden. Ich weiß echt nicht, welchen Würfel ich, sag ich mal, stand mit den nächsten einen. Den normalen meint den von Daisy Einsatz. Beim normalen kannst du auch eine 5 oder 6 würfeln. Du kannst auch deinen Yoshi-Würfel einsetzen, der hat ja auch eine gute, hohe Zahl. Der ja, aber er kann auch mit Pech irgendwie halt nicht so gut würfeln. Es ist jetzt schwierig, echt erst überhaupt zu gucken, welchen Würfel nimmst du überhaupt, weil der Pilz bringt dir bloß 3. Ja. Und dein Partner kann dir auch höchstens 1. Aber gefühlt gab es auch keine Goldpilze, so Goldwürfel. Also du kannst, sag ich mal, mit Pilz und Partner nur höchstens nochmal 4 oder 5 dazu bekommen. Wie früh waren insgesamt zu sehen? Ich hab nicht aufgepasst, keiner, ich glaube. Ich glaube, jeder hatte was gehabt. Anni, geh mal rüber, du bist unsere letzte Chance. Wo ist der Monty? Der ist unser Gegner. Ja, ich glaube schon 4. Ich hab mir auf die Toads geachtet gehabt. Ich glaube, jeder hatte was getragen. Ja. Gut, Glück gehabt. Oh, Scheiße. Ich hab die Probleme gar nicht gut. Wie viel? Was? Oh! Ich hab nicht drauf geguckt. Kann sich bitte jeder auf ein Feld draufstellen? Ich stelle mich auf die Ananas. Ganz, das ist das Sicherste, wenn jeder auf einem Feld draufsteht. Irgendeiner hat's ja richtig. Ich glaube, es war aber keine Zitrone. Nee, Ananas. Ich war. Oh Gott, ich bin richtig. Nee, Moment, bin ich auf der Ananas? Ja, ich. Ja.
Scheiße. Ja, ganz ehrlich, Nein! Jetzt hängst du an mir. Ja, aber lieber so, dann halt wenigstens einer, Das ist immer echt schwierig. Oh Gott. Was? Es soll so viele gewesen sein? Ich gehe jetzt einfach von X. Ich glaube, es war noch. Es waren keine 6, es waren keine 5. 1, 2, 3. Oh, Gott sei Dank. Es waren nicht so viele Paragruppen, so viele waren es nicht. Also 5 und 6 hätte ich auch so ausschließen können, ja. So viele waren das nicht. Ich wusste nicht, ob da im Hintergrund noch jemand rumgeflogen ist, außer also bei Google Videos. Chaka! Das ist, denke ich, auch immer noch ziemlich gemein, wenn wirklich, wenn die Teamspieler sich nur abklatschen können und jeweils dann noch 2 Münzen kriegen. Das ist ein Spieler nicht, der kriegt nur 8. Da haben die Team-Mini-Spieler eigentlich noch einen Bonus. Das ist schon ziemlich. Eigentlich sollte der Einzelspieler noch einen Bonus kriegen. Irgendwo. Nein, ja. Ja, Klappe. Er weiß, oder es braucht irgendjemand baut noch ein Kirchen Mist. So sehen wir alle uns Münzen verlieren oder so. Ah, toll, der Monty sichert sich nochmal ab und holt sich noch einen Partner. Falls so ein Partnerstern kommt, dass er auch da noch was kriegen kann. Was natürlich ziemlich blöd ist. Buu hat eigentlich auch keinen schlechten Würfel. Aber der bringt ihn da im Prinzip. Nee, aber hat, eigentlich mehr. So als Charakter hat er guten Würfel. Ja, aber du bringt ihn da jetzt auch nichts mehr, weil wir in der letzten Runde sind. Der fehlt sogar besser als Bowser. Oh Mann, ich weiß nicht, welchen Wurf ich am besten einsetzen soll. Ich will. Ja, hab ich auch Pech, wenn ich Mulzen würfel. Hier kann ich halt mit Kreide 4 erwischen. Ich finde es auch komisch, dass ihr gefühlt nicht einen einzigen Goldpit gab, ne? Goldröhre auch nicht. Oh, das ist jetzt echt schwierig. Kannst pokern, aber ja. Nee, mit dem poker ich auf jeden Fall mit der meisten. Ja. Hier kannst du nur 3 oder eine 4 werden. Ja, aber die 5 hättest du zum Beispiel auch beim normalen Würfel. Es sind nur die 7, die sind. Da kannst du auch den normalen Würfel benutzen. Hast du noch 5 und 6. Kannst du auch eine 5 und 6 würfeln. Aber wenn du dann 0 würfeln willst, hast du das Schlechteste, was du würfeln kannst, die 1. Also ich würde auf jeden Fall das Item einsetzen. Fast im sichersten ist irgendwie fast eigentlich nur der 3 Roller. Ja, aber mit dem wirst du aber, glaube ich, nicht den Stern erreichen mehr. Willst du gleich das Item einsetzen? Oh, gut, dass du es sagst. Ich bin froh, dass man noch abbrechen kann. Ja. Ich denke manchmal nicht dran. Es gibt ein Mario Party Spiel nicht mehr. Also, ich habe verdrückt, hast Pech gehabt. Nein, ich bin froh, dass man das hier nochmal kurz retten kann. Nein! Daisy, eine 2! Hat nichts zu brauchen, die Frau. Toll, eine 7. Oh, du gehst nochmal links darum oder kommst du auf Glücksfeld? Ich weiß nicht, ob es auch einen Bonusstern für Glück gibt. Kannst ja. Das Scheiße, der Stern kriegt jetzt keine mehr. Wenn du oben lang gehst, wo wirst du lang gehen? Toll, musst du natürlich wissen, dann hätte ich auch den 3 oder 4er. Ja. Also ich musste jetzt ja irgendwie pokern. Also da kommst du auf ein Ereignis-Ding. Also wenn du unten lang gehst, kriegst du noch ordentlich Münzen 10. Vor allem weißt du, was so die Scheiße ist. Mir gefühlt, du fehlst einen Zug zum Stern oder 2. Ja, 2 hätten die noch gefehlt gehabt. Ja, toll, weil zwei, du zwei hätte immer Sterne gehabt. Aber so hättest du eine 5 gewürfelt gehabt, hättest du ihn gehabt. Also entweder gehst du auf ein blaues Feld, dann würde ich da lang gehen, oder du gehst, also geh auf jeden Fall da lang, weil wenn du oben lang gehst, dann kommst du nämlich auf ein Ereignisfeld, dann verlierst du Münzen. Ja. Das ist halt kacke, oder vielleicht. Ja. Da kannst du, kriegst du 10 Münzen. Gut, du musst natürlich 2 bezahlen, um da weiterzukommen. Ich hätte vielleicht doch lieber sogar mit dem Yoshi vielleicht pokern sollen. Nachhinein ist man immer schlauer. Ja, das ist halt so eine Kacke. Vom letzten Runde, da. Du hast halt Glück oder hast halt Pech. Ja. Gib mir die 2 Optionen. Warum haut er dir eine rein? Du bist fertig mit Laufen. Das macht so absolut keinen Sinn. Außer gibt es irgendwie Bonusstern für eingesetzte Items oder so. Das ist absolut dämlich. Das ist eh die letzte Runde. Weil ich dachte, ich bin der Nächste am Stern. Aber du bringst das sowieso nicht. Ja, toll. Sie ist ja nur der verkackt der Auto vor, ey. Und dann bist du so schön 15. Dann eine 10. 10.
Wenn ich natürlich jetzt zum Stern komme, habe ich ihn wahrscheinlich gewonnen, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich das schaffe. Du bist natürlich genauso eine ähnliche beschissene Ausgangssituation wie ich, nur dass du halt ein Feld weiter vorne warst. Ja. Also musst jetzt auch komplett auf Glück hoffen. Hm. Bist du im Prinzip in so einer ähnlichen Scheiß-Ausgangslage wie ich, sag ich jetzt mal. Nur dass du halt kein Item zur Unterstützung hast. Ich hab ein Item, ich hab ja einen Pilz eingesetzt. Achso, gut. Okay, vergiss es. Nee. Ja, Bausumas sind nicht besser. Du siehst halt gerade mal eins weniger als. Im Prinzip müsstest du, wenn du da gehst, auf dem gleichen Feld landen wie ich, weil du warst ein Feld vor mir, mit 6 landest du auf demselben Feld. Ich bin auch Glück, aber ich glaube nicht, dass sich da was noch bringt. Also ja, komm, ich hab's. Ja. Deswegen sage ich, du warst eins wieder vorne im Prinzip. Ja. So. Naja, dann kann ich persönlich nur auf die Bonussterne hoffen, die mir noch einen Arsch retten. Ja. Ansonsten habe ich verloren. Ich meine deine Neuronstärke hoch. Ach, das war das hier. Nee, Pummel. War so? Ja, was keine war. Was war denn schneller? Nee, hoch, runter muss man immer schon machen. Hier so irgendwie. Ja, gut, okay. Ich. Lass uns einfach echt machen. Ja. Muss immer so gucken, wie reagiert sie überhaupt am besten. Ja. Das ist immer so, Du hast eine schöne blaue Blume, ich habe eine gelbe. Kann es sein, dass der Shy Guy viel breiter mit mir ist? Alter, der Shy Guy hockt da oben drauf! Guck mal, der steht da, der hat den Alter! Süß! Komm, was komm. Vor allem das Schöne ist, der Shy Guy, guck mal, der Strahl kam gar nicht bis zur Blume hin, der arme Kerl. Ja, weil ich noch nicht swipe war. Bei mir kam auch erst, musste weiter pumpen. Bin auch gerade so rangekommen. Ja, war kein großer Moment, eine Sekunde irgendwas. War wohl ein Unterschied. So, jetzt. Das kann ich das echt, wenn du letzten beiden gewonnen hast, hast du jetzt ihre Chance auf den Minispielstern. Je nachdem, wenn scheiß Bonusstern kommen, die uns beide springen, hast du so oder so gewonnen. Dann schauen wir mal. Aber wenn du gewinnst, wird es gleich dann stehen. Hast du zweimal gewonnen, ich zweimal. Aber es präzise ja nicht, quasi. Das ist ja kein richtiges. Ich gebe jetzt 3, 2, 1 oder Gleichstand. So, erste wird Item-Bonus. Da bin ich glaube ich raus. Ich auch nicht. Ja, aber du hast am Ende auch noch ordentlich Pilze gekriegt. Da bin ich glaube ich raus. Ich glaube, ich kriege ihn nicht. Nein. Gut, ich hab. Der Bonus geht an. Ja. Aber hat er echt so viel mehr gesetzt als du? Ja, du hast doch aber. Ich hab Legend Pie gesetzt. Wenn ich viel Pure Flitzer-Bonus, also den müsstest du jetzt kriegen. Ja. Komm, ich hab mich relativ hoch gemacht. Du kriegst ihn, denke ich mal, auch keinen eher nicht. Ja. Dann haben wir doch jetzt beide 4 Sterne. Ja, aber ich. Okay. War eine spannende Runde, durchaus. Im Prinzip haben wir gleich beide 2 Sterne. Ja, aber. 4 meine ich. Warum? Ganz einfach, ich habe eine verkackte Münze mehr als du. Oder 2. Ja. Das finde ich immer so unfair, wenn es an Münzen liegt, wenn eigentlich gleich die Sterne ich habe jetzt mehr Münzen, stimmt, ich habe jetzt Minispiel gewonnen. Trotzdem ist das unfair. Ja, also deswegen also normalerweise, wenn du nach dem Stern gehen, müsstest du dann 2 erste Plätze haben. Irgendwie den zweiten und den vierten, ich weiß nicht, welcher Platz ausgelassen wird. Oho! Hey, warum geht du trotzdem? Ich hab gewonnen! Na egal. Du ja für große, wahrer Beherrlichkeit. Du hast so ordentlich durchgehalten, ihr Beherrlich. Zum Lohn verleihe ich dir erst Beherrlichkeit zu weh. So ist Leute, als wenn die Flamme darin Lot herrt. Herzlichen Glückwunsch, du hast Beherrlichkeit zu weh. Du hast das Spiel bis zum Ende durchgezogen. Ja, keine Ahnung. Normalerweise führt gleich ein Schleifestehen, ich muss 2 erste Plätze. War gab's noch nie. Es gab. Ja, aber so, gleich. Du brauchst noch viel Willen. Bist du die Allas? Leg dich ins Zeug, jetzt, um ein Superstar zu werden. Glückwunsch! Ja, ich weiß nicht, wenn es 2 erste Plätze gab, da war doch mein Dings dann. Nein, das war noch nie so. Das hat immer sich nach Münzen entschieden. Ich meine generell, wenn es bei anderen Sachen, da ist es ja manchmal wieder in der Schule durch. Ja, bei Mario Party gab es immer Sterne, wenn da gleich stand, waren die Münzen entschieden. Aber ich kenne das wirklich so, keine Ahnung. Ja, muss uns immer genug vorlesen. Ja, Kamax verkackter Tor. Verkackter Tor. Das habe ich gesagt. Ja. Du hast mehr die Katze wie so ich nicht. Lesen. Ja, wir halten, bla bla. Was kriegen wir dafür? Machen wir das vorher schon? Nee. Nee, ich meine jetzt zum Beispiel so Sachen wie jetzt keiner. Aber sie schaut, wenn ich mir jetzt 2 erste Plätze gibt, dann gibt es irgendwie
einen zweiten, einen vierten, dafür keinen dritten oder so. Irgendein Platz ist doch dann immer nicht da. Ja, für was denn? Wo denn? Dann wird nach Platzierung, wenn es zwei erste Plätze gibt, dann gibt es immer einen Platz, der dann ausgelassen wird. Wie kein dritter oder kein zweiter oder so. Ja, aber nie im Finale. Das ist immer nur, das ist nur beim Kampf-Minispielen und so. Ich rede ja auch nicht von generell Platzierungen. Nicht jetzt beim Spielen. Okay. Muss auch mal gucken. Da war es da auch, ob es jetzt einen Platz immer nicht. Also wenn es zwei erste gab, ist glaube ich kein dritten, war kein zweiten. Das wird sich irgendwann total mal ausgesetzt. Ich weiß nicht mehr, wie das war. Das war nicht, wo es war, aber okay. Naja, auf jeden Fall egal. Das Brett zählt ja nicht so wirklich. Wir haben ja nur 10 Runden gemacht gehabt und das Brett ist ja wirklich nicht das gelbste vom Ei, wenn wir ehrlich sind. Mit dem Kamek-Turm. Das ist ja wirklich nicht so toll. Deswegen ist eigentlich, man hat auch gesehen gehabt am Anfang, dass Lina hat ja auch dieses Beharrlichkeitsjubiläum erhalten gehabt. Also Joshua hat es gesehen. Also Lina hat eigentlich gewonnen. Mhm. Sie ist auch die Mario Party Super, Super Mario Party Star-Königin. So rum war das. Also, wenn es nach dem geht, haben wir es im Prinzip eigentlich Gleichstand, aber wenn es danach, also wir beide gewonnen haben, habe ich jetzt eigentlich sozusagen trotzdem 3-2 gewonnen, wenn du so wirst. Nee, wenn eigentlich steht es ja 2-2 und wenn dieser Turm nicht mit. Nee, Moment. Eigentlich steht es ja 2-2 und wenn dieser Turm jetzt nicht mitzählt, dann steht es 2-1. Also für dich. Ja, wenn du rein nach dem Gewinn gehst, haben wir jetzt beide gewonnen. Also kriegst du einen Gewinn dazu, hast 2 bei mir gewinnen, das sage ich mir trotzdem 3-2. Nee, 2. Wo sie sind 3. Das sind doch nur diese Domino. Die hast du oder gewonnen. Oder was weiß ich. Dann gibt es ja diese Baumfabrik, die habe ich gewonnen. Und dann gibt es diese Strand-Ananas-Ding, diese Früchteparadies. Das hast du ja gewonnen. Ich komme durcheinander, ich bin mir das scheißegal. Ja, also wie gesagt, es steht eigentlich 2-2, wenn das dir Turm mitzieht, aber weil der nicht mitzieht, weil ich finde, das ist kein gutes Brett, der ist nur groß. Nee. Steht es 2-1, also sprich, hast du gewonnen. Ja. Also du bist aber auch die Mario Party-Star-Königin, kann man nicht anders sagen. Weil ich den Turm finde ich einfach nicht mitzählt. Wir können ja mal gucken, wie sie das noch weiterentwickelt. Als nächstes würde, glaube ich, anstehen. Wenn zählt, dann wäre halt einfach Gleichstand, ist auch okay. Ja, aber so bleib mir vorbei, dass du die Königin bist, weil die anderen Bretter finde ich mehr als Bretter anstelle als dieser vertrackte Turm. Ja, deswegen. Das ist mehr so. Wir bleiben dabei, du hast gewonnen. Als nächstes steht partymäßig an, dass wir einmal manchmal im Team und einmal mit Computer spielen. Also einmal machen wir Party mit Computer im Team oder auch mal eben zusammen. Nein, das müssen wir so entscheiden, ob jetzt wieder komplett nur wir zu zweit gegen Computer, aber ob man so wechselt, keine Ahnung. Wir wechseln immer mal ein bisschen durch. Einmal machen wir zusammen, einmal dann machen wir zwei Partien mit Computer und dann irgendwie, keine Ahnung, mal schauen. Ob wir dann wieder den vertrackten Turm machen, keine Ahnung, weil ich weiß nicht, ich glaube auch wenn man zu zweit ist, glaube so viel Unterschied macht er nicht. Also bei den normalen Brettern machen wir auf jeden Fall nochmal, dann machen wir einmal zu zweit, dann einmal mit jeweils mit Computer im Team. Ja, wenn ich finde, bei vielen Minispielen bist du auf jeden Fall im Vorteil, wenn du im Team zwei ja, menschliche Spieler hast. Das auf jeden Fall. Also ich würde auf jeden Fall noch den Story-Modus machen, soll es ja hier auch noch geben. Müssen wir mal schauen, ob der Maria auch mal mit bei den Spielen, die sie gut kann. Weißt du was, ich schau mal. Ob, wenn ihr noch Bock habt nach dem 2-Teamplayer-Mode, dann noch, dass wir nochmal gegeneinander antreten, sozusagen eine Revanche, dann müsst ihr es in die Kommentare schreiben und natürlich auch, keine Ahnung, zeigt es in Form von Likes und auch, ja, Kommentare. Ich denke mal, wenn wir auch nochmal den 2-Player-Mode durch haben, werden wir vielleicht eine kleine Pause machen, aber glaub, ab und an würden wir es dann vielleicht nochmal eine Revanche machen. Kann nur sein, dass wir die Farben ein bisschen heller sind, Yoshi ist hier ein bisschen heller als auf dem Bildschirm. Das kann sogar tatsächlich sein, dass. Euer, ne? Ja, das kann sogar tatsächlich sein, dass ich das leer. Sehe ich auch nicht, Rosalina. Ist klar, dass es hier ein bisschen mehr leuchtet, ist es ein bisschen blasser. Da habe ich den anderen Monitor wohl ein bisschen anders eingestellt. Ja, gut. Ja, also hier sieht es gerade echt krass. Naja, auf jeden Fall, wir haben es jetzt durch. Zumindest gegeneinander. Nächstes Mal sehen wir im MP-Revival mit Story-Modus oder mit zwei, also im Team-Match. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ihr könnt gerne sagen, wenn ich Arsch schief war, weil ich einen Stecken geklaut habe, aber ja. War eine schöne Runde. Ja. Du bleibst die Königin und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Ciao.